Einen wunderschönen Dienstag. Willkommen zurück zum Tabletop Simulator in Exploding Kittens. Mit dabei ist der Tonic. Hallo. Der Hey Hannes. Hallo. Der Heke. Hi. Der Phantom. Moin. Und der Random, der die letzte Runde gewonnen hat. Hallo. Wir sind bereit. Tonic ist neu dazugestoßen, also fängt er auch einfach an. Das hast du jetzt davon, Phantom. Oh. Ich würde mal sagen, Phantom hat die vorletzte Runde gewonnen. Die letzte habe ich quasi kaputt gemacht. So, ja, kann man auch sagen. So, in die mit Richtung Essenz spielen wir aktuell. Also erst ziehen und dann ablegen, ne? Ne, erst ablegen, dann ziehen. Ziehen ist Beenden deines Zugs. Okay. Und du musst nichts ablegen. Ich muss da gar nichts ablegen. Stimmt. Wir haben natürlich jetzt insgesamt 5 Bomben drin, weil wir zu 6 spielen. 4 normale und eine Imploding, also wird's lustig. Die Wahrscheinlichkeit, eine zu ziehen, steigt. Ja, ich zieh jetzt einfach mal eine. Ach, hätte ich gedacht. So viel dazu, die Wahrscheinlichkeit steigt. Wir können uns direkt blindfolden, damit Random die Bombe erstmal irgendwo platziert. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, Random hat die letzte Runde gewonnen, obwohl Phantom ihm in der ersten Hand gleich den Diffuser geklaut hat. Also, Random kann ohne Diffuser spielen, wie wir wissen. Noch dazu war Phantom Glück, ja, der Erste, der verloren hat, was ihm recht geschah. Weil ihr mir auch alle die Diffuser geklaut habt. Ja, aber nur weil du damit angefangen hast. So, ihr dürft. So. Dann ist so. Hey Hannes dran. Ich hoffe mal, dass Random nicht so einer ist. Okay. Die Frage ist, was für einer ist er? Der ist hier auf die oberste Tour. Einer, der gerade nicht mal mehr weiß, wo er seine Bombe hingetan hat. Ich bete, dass es nicht ist. Okay. Warum sehen die Karten anders aus? Ich denke, so schnell macht das nicht, jawohl. Weil das Expansion Pack dabei ist. Ja, okay. Weil der Rücken von den Karten ist halt eine Karte, die wahrscheinlich existiert. Ja. Bei mir auch so. Nee. Doch, die hier ist. Das sind halt immer die aus den Expansion Seiten. Okay. Nee, wenn ich sie umdrehe, dann ist der Rücken normal. So. Ich glaube, Tonic ist dran, oder? Ja, Tonic ist dran. Oh, ich bin ja schon wieder dran. Ja, komm, noch kann man es machen. Ja, okay, gut. So viel dazu. Das nächste Ding, also wieder alle blindfolden. Das heißt, 2 Diffuser sind raus. So, was fällt, Luke? Frage ist ja, sieht man anhand der Zeit, die es dauert, bis wir weitermachen können, wo er sie hinlegt, oder tut er nur so? Weil er sie direkt für den Random platziert. Das wäre natürlich besonders nett. Wenn man ganz schlau ist, kann man auch hinhören, wie viele Karten ich ziehe und dann wieder drauflegen. Ja, deswegen ziehe ich immer ein paar Extra-Karten. Ich auch. Ja, ich auch. Okay, ich bin fertig. Perfekt. So, wollen wir mal gucken. Ich bin erstmal dafür, dass wir hier umdrehen. Umdrehen heißt was? Dass du jetzt wieder dran bist. Ach so. Oh! Was? Ja, du bist dran, Tonic. Nö. Es gibt. Oh, da wird genobt. Ja, nee. Und das Snob wird genobt. Das heißt, jetzt ist immer noch Phantom dran. Nope. Oh, er reversed wieder. Jetzt bin ich echt dran. Jetzt ist Tonic wieder dran. Könnte das gerade nach hinten losgehen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist es gar nicht, er hat nur geblufft. Fände, gib mir mal eine Karte von mir. Pass auf. Irgendeine. Irgendeine. Ja, irgendeine, ist egal welche. Dann nimmst du sie mit in den Tod, das ist doch schade für die Karte. Nee. So, was war das nochmal, wenn man 2 hat, dann darf man sich random eine ziehen, ne? Ja. Genau. Bei einer Person, die vorher mischt. Mach ich mal blind von mir ziehen. Ja, ich mach mich blind, dann darfst du mischeln. Bitte was? Nein, danke. Oh, er nobt es. Achso, er nobt es. Okay. Dann eine hab ich noch.
Ich zieh lieber von unten. Oh, warum machst du das nicht sehr? Okay. So, einmal alle Blindphone, außer Tonic natürlich. Darf ich jetzt umdrehen oder wie machen wir das? Ja, jetzt? Musst du. Also wir wissen nicht, wie es sonst gehen soll. Okay. Guck nicht auf die untere Karte, also die danach kommt. Gut. Fertig. So, er hat gezogen, das heißt Random ist dran. Es tut mir noch so leid. Und er reversed schon wieder. Alter. Phantom, ich zieh noch mal von dir. Ey. Finde ich unfair. Nope. Was? Nee, ich hab keinen Nope. Okay. Wow. Wenn das jetzt echt keine Bombe ist, wäre das so lustig. Diffuser, wie gesagt. Das wäre so ein Mindgame, aber ne. Geht ja nicht, keiner kann Diffuser sein. Doch, einen haben. Ne, stimmt, sind ja alle vergeben. Sind alle vergeben, ja. Hier, zieh. Mein Armgarten. Das vertraut dir nicht, ja. Okay. Ich bin tot. War das deine Bombe? Ja, natürlich war das. Oh, meine schöne Wassermelone. So, du bist dran, Phantom. Ich bin dran, okay. Ja. Ich kannte sowas wie Reverse-Karten und so noch gar nicht. Das war lustig. Okay. Ja, ich zieh natürlich auch. Die Chance, dass da jetzt eine Bombe ist, ist relativ klein und ich hab's gejinxt. Oh, ich hab die Imploding-Kitten. Oh je. Also dann bitte einmal alle Blindphone außer Tonic, der ist egal. Ich muss auch lesen, was die macht. Die geht nicht diffusen beim nächsten Mal. Du kannst sie nur umgehen, indem du halt skippst oder sowas. Und man sieht, wann sie kommt. So, und jetzt. Aha, so, okay. So. Ist eigentlich ganz lustig. Jo, komm mal wieder. Gleich, ich muss die ganzen Karten wieder zurücklegen. Warte. Jetzt dürft ihr. Ach. Gut. Wäre unschön, wenn jetzt. Ich hab dich gerade nicht verstanden. Auf jeden Fall ist Hegel dran. Zieht sich einfach 15 Karten, legt sie ganz oben. Vor allem, wenn man sie ganz oben hinlegen würde, sieht man ja sofort. Ja, da müssen wir mal gucken, was sie machen. Oh, da haben wir eine Bombe von der Johannes. Also können wir uns wieder blindfolden. Das geht schnell. Wenn man überlegt, die letzte Runde hat bis zum Äußersten gewartet, wo die letzten drei Karten alles Bomben waren. Und wir jetzt hier drei Bomben innerhalb von den ersten paar Minuten. Geht schnell heute. Finde ich nicht lustig. Frage ist, wie ist er drauf? Nicht vergessen, dass schon einer raus ist. So, ihr könnt wieder. Das heißt, dass alle relativ viele Karten sammeln. So, Random ist dran. Ich weiß ja nicht, Hannes. Warum vertraust du mir nicht? Ich weiß ja. Da wäre nichts passiert. Wäre da wirklich nichts passiert, Herr Hannes? Och. Ja, da wäre wirklich nichts passiert. So einer bin ich doch nicht. Ah, das klingt mir zu sarkastisch, ehrlich gesagt. Es wäre aber wirklich nichts passiert. Okay. Du hast Ball? Jo. Okay. Hannes, doch. Wow! Hä? Brandon, die war auf der zweiten Position, die hatte Phantom getroffen. Okay, dann blindfoldet euch bitte. Oh, jetzt haben wir wenige Diffuser. Ah, wie unverschämt. Oh Gott, wer hat denn noch einen? Phantom legt wieder eine rein. Viel mehr Action als in der letzten Runde hier. Viel schnellere Action, sagen wir es so. Ist eigentlich ganz einfach erklärt. Kaum bin ich da, will mich jeder tot sehen. Ja, das sowieso, aber... Du hast damit angefangen, weil du die Bombe ja nach oben gelegt hast. Für einen Random. Das hast du nicht vergessen. Okay, könnt euch entblindfolden. So, du bist fertig. Dann bin ich dran. Ich verändere mal die Zukunft. Ach, schon wieder. Ja... Ich dachte mir, komm, ich guck mir sie mal an hier und verändere sie auch gleich im Notfall. Okay. Sie dürfen, Herr Heke. Du bist übrigens noch geblindfordert. Du kannst auch blind spielen, das geht auch. Du hast,
Du hast mir es eh als erstes hingelegt. Gut, dann mache ich mal random, gib mir mal eine Karte. Ah, nimm doch direkt die hier. Die sieht doch schön aus. Okay. Okay, random, du darfst zwei Karten ziehen. Wow, der targeted Attack gegen den Random. Bin ich eher dagegen. Ich bin dafür, dass Hannes zwei zieht. Und jetzt der doppelte Attack gegen Hey okay, Hannes. Also dann hätte ich erstmal den Diffuser von mir. Heke. Dankeschön. So, die legen wir da hin. Dann. Scheiße. Es sind noch 23 Karten. Ich würde gern shuffle. Oh. Nope. Okay. Dann will ich schauen, was kommt. Das ist lustig. Jetzt, du wirst sehen, warum es lustig ist. Alter, das ist krass. Es ist krass. Heike, du musst dich nicht reinfolgen. Alles drei Bomben, oder wie? Ja gut, ich zieh die erste Mal. Wer hätt's gedacht? Ich will einmal blindfolden. Und du legst sie wieder oben drauf. Das wäre sehr clever, wenn ich noch eine Karte ziehen muss. Ja stimmt, du musst ja zwei machen. Musst du jetzt nicht vier ziehen, weil es weitergegeben wurde? Nein, er hat ja seinen Bezug beendet. Er hat reversed okay, und dann den zweiten Angriff gemacht. Was mache ich denn? Wir können schon wieder einblindfolden, okay, oder? Ja, wir können uns einblindfolden. Also, ich habe trotzdem keine Lust auf den zweiten Zug. Nope. Ich bin so froh, dass ich dir den Diffuser genommen habe. Es waren Bombe, Karte, die ich ziehen wollte, und Bombe unter den drei Karten, die ich gezogen habe. So war es bei mir aber auch so. Das sein. Wow, das war fies. Du bist dran, Heke. Ich will mal gucken, was kommt. Dann müsste auch bald wieder die Implodierende kommen, oder? Da irre ich. Sollen du die richtige reingepackt hast? Ich hab die richtige reingepackt. Ah, da ist sie ja! Hallo! Ich wusste doch, sie kommt mir bekannt vor. Irgendwoher musste sie ja kommen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man sich die Karten anschaut, dann zieht ja jeder, wenn eine Imploding Kitten kommt. Ja, aber die siehst du ja eh, weil wenn er sie zieht und sie liegt da, kann ich ja reagieren. Ich ziehe übrigens. Ne, davon geht man aus, dass du ziehst. Problem ist aber zum Beispiel auch, wenn er sie anders hinsetzt, dann weiß man auch direkt, wo er sie hinsetzt. Ich wollte ja noch gut da setzen, hätte mir nicht jemand meinen Diffuser geklaut. Ich zieh mal, ich habe ein bisschen Angst. Aber ohne Grund. Hey, Hannes ist ein Guter. Phantom, tu's nicht. Oh. Ja. Ich bin tot. Wow, Random konnte nichts machen, das ist richtig. So, also, jetzt haben wir da oben, ich mach mal ganz kurz hier so, die sind raus. Ja. So, du bist dran, Heke. Kian, was meinst du? Ich soll zwei machen. Hast du noch einen Nope? Ich habe keinen Nob. Die Frage ist, ob ich ziehen will, weil die Gefahr ist gar nicht so groß. Zwei Bomben, 1-9. Ich ziehe erstmal eine, mal gucken, was da Schönes kommt. Die ist nicht schlimm. Und ich gucke nochmal in die Zukunft. Ich will ja mal gucken. Ich hätte es natürlich vorher machen können, aber ich hatte ja ein gutes Gefühl gehabt. Okay. Okay. Sie dürfen, Phantom. Okay, dann zieh. Okay. Oh, Heke. Er zieht. Es war kein Problem, das ist keine Gefahr gewesen. Du darfst, Heke. Phantom, meine ich. Tonic, hör auf, das zu durchsuchen, dann kann ich auch ziehen. Danke. Zieh die Bombe. Oh, sorry.
Ah, schade, keine Bombe. Hilfe. Okay, ich könnte jetzt sterben. Du, da habe ich kein Problem mit, Heike. Also virtuell natürlich. Ich ziehe einmal von the bottom. Okay, dann müssen wir uns blindfold und einer der schon Toten gibt dir die Karte, damit du die Karte auch nicht siehst. Okay, ihr könnt wieder. So, hast du die Bombe gezogen? Und es war eine Bombe. Ah, da ist er raus! Deswegen habe ich die Bombe ganz nach unten getan. So. Selbst nach dem Tod reicht ich hätte noch. Vorher schaffeln sollen, verdammt. So, ich guck mir mal die Zukunft an. Ich will wissen, was passiert. Hat Kria noch ein Diffuser, sie war? Ich weiß es nicht. Oh, die ist interessant. Oh, die ist auch interessant. Und die hier behalte ich. Sie dürfen Phantom. Ich darf. Das ja, gefällt du mir. Darfst. Hier. Du ziehst. Hoffentlich kann ich auch. Du hast eine Karte genommen. Auch wenn du gerade einen 1000er Ping hast. So. Ich ziehe übrigens auch. Du darfst. Okay. Ich habe gezogen. Ich hatte gezogen, jetzt bist du wieder dran. Ah, okay. Wir haben ja 8 Karten. Ah, guck ich noch mal. Eine Bombe. Mal. Eins. Ja, mal schauen. Okay. Die behalte ich. Ich mach mal die hier, die hier, die hier, die hier und die hier und zieh mir einen Diffuser aus dem Deck. Okay. Warte, geht das überhaupt mit diesen doppelt? Ja, es sind Karte? Ja, die gilt ja als jede Karte. Stimmt, okay. Also würde ich sagen. Ja, dann. Ja, ist ein Joker. So, Search, ich hätte gern einen Diffuser. Okay, ich krieg keinen Diffuser angezeigt. Aber ich glaube, ganz unten war ein Diffuser. Da ist doch Diffuser drin. Ich krieg keinen. Jetzt kann ich nichts machen. Ja, ich hab kurz geguckt, ob mehr in Karten drin. Ach, wegen der Imploding Kitten. Deswegen klappt das nicht. Ah. Die Imploding Kitten, die blockiert das Ding. Deswegen. Jetzt kann ich searchen, jawohl. Und hier ist mein Diffuser. Exakt. Da war das Problem. Okay. Ja, ich ziehe da natürlich dann mal. Mal gucken. Okay, du darfst. Okay. Warte, eins. Okay. Ich hasse den Leck. Ja. Ja, gut, ich zieh mal. Du darfst. Okay, Du willst die Zukunft verändern. Interessant. Weiß nicht, was es ist. Ich hatte vorhin ja erst. Okay. Ich muss mal ganz kurz genauer darauf hingucken, ob er was verändert. Deswegen zoomen wir ganz kurz auf Phantoms Hand. Okay. Ah, er zieht die in der Mitte jetzt eins nach hinten. Die behalte ich. Okay, du bist. Ja, ich draw mal von the bottom, nicht wahr? Ja. B. Möchte mir bitte einer die Karte von unten geben? Liegt da. Vielen Dank. Sie dürfen, Phantom. Und ich sag jetzt mal schon so, du hast verloren. Wieso? Ja, weil ich nicht glaub, dass du mich irgendwie besiegen kannst mit den Karten, die ich hab. Hast du zwei Dingsbums? Ja. Okay, eins. 2, 3, warte, Regenbogen habe ich schon, 4, Haarig habe ich noch nicht, 5, ich will auch einen Diffuser. Ja, okay, hol dir auch einen Diffuser. Nee, ich muss im anderen searchen. Im großen Stapel. Falscher Stapel. Ah, Es spinnt da wegen der Dingkarte rum. Aber es ist trotzdem egal.
Wer sagt das? Ja, ich sag das. Ich aber nicht. Ja gut, dann werden wir es ja sehen. Okay. Das Blöde ist, ich habe die eben falsch sortiert. Auch für die Zukunft. Warum ist der Stapel eigentlich falsch herum? So. Ist doch wurscht, du ziehst jetzt die Nicht-Bombe, ich zieh die Bombe. Falsch, ich, warte, stimmt nicht. Jetzt stapelst. So. Ich hab die Zukunft gar nicht verändern müssen, okay. Egal. Fertig? Ja. Überraschenderweise eine Bombe. So, Diffuser raus, du bist dran. Okay. Dann, hätte ich erstmal eine Karte von dir. Bitteschön. Okay, eins. Ich hätte eins, zwei. Dann, ziehe ich. Ja. Legst du überraschenderweise hin. Das ist echt überraschend. Okay, du bist. Okay, ich skippe. Du bist. Okay, attack. Okay, du musst 4 ziehen. Staffel. Ja. Deswegen sag ich ja, es wäre egal gewesen, was du machst, weil ich habe A noch einen Diffuser und ich habe noch einen Attack. Du konntest nichts machen. Ich konnte 8 Züge überspringen, wenn ich will. Oh, fuck. Deswegen sag ich ja, du hast keine Chance gegen mich. Ich habe genug Karten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht. Beim Tabletop Simulator am Donnerstag. Bis dann noch einen schönen Abend und ciao, Leute. Tschüss. Ciao.